this is Rumor X. We don't want to die in hospital. C'est les femmes et les œufs. On ne veut pas mourir à l'hôpital. Das ist Frauendeisprung. Wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Wir reden heute über Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung. Ich habe mir dazu ein Buch besorgt. Ein Buch der Verbraucherzentrale, das Vorsorgebuch. Ich interessiere mich für das Thema. Ich weiß auch schon so ein bisschen was zu dem Thema. Ich weiß auch, was gar nicht geht. Dem begegnet man viel zu oft. Die Krönung des Ganzen war ein vorgefertigtes Formular hier in NRW der Rheinischen Notarkammer, für das man sich wirklich nur noch schämen kann. Ich gucke mir das Material der Verbraucherzentrale an, ich habe es mir durchgelesen, es setzt stark auf Eigenverantwortung, auch bei der Erstellung des Ganzen. Ich finde vieles in diesem Material gut. Ich möchte vieles vorlesen. Und manches kommentieren, weil ich selber schon in die Bredouille gekommen bin, zu entscheiden, ob eine Patientenverfügung gilt oder nicht gilt. Es gibt ein Vorwort. Nutzen Sie dieses Buch. Was Schönes an dem Buch. Es gibt Muster, zum Beispiel Mustertestamente und Textbausteine, die man verwenden kann. Und man kann das Ganze zur Reflexion benutzen, also um über das Thema nachzudenken. Das Ganze beginnt, glaube ich, mit einer Motivation. Das ist die Motivation. Zum Glück ohne Bilder. Fünf Gründe, die eigenen Angelegenheiten zu regeln. Legen Sie Ihre persönlichen Wünsche fest und schaffen Sie so Klarheit für sich und Ihre Angehörigen. Man sollte dabei nicht nur sich und die Angehörigen in den Blick nehmen, sondern auch die Leute, die handeln. Denen ist immer lieber, wenn klar geregelt ist, wie das vonstatten geht. Man sorgt auch für einen schnelleren und besseren Ablauf und im Falle von Behandlungen für eine bessere Behandlung. Da gibt es Statistiken zu und Studien zu. Wenn jemand regelt, wie er behandelt werden möchte, dann erfolgt diese Behandlung schneller und mit einer höheren Qualität. Wenn jemand regelt, wie er im Ernstfall dann gepflegt werden möchte und versorgt werden möchte, erfolgt diese Versorgung und Pflege schneller und mit einer höheren Qualität. Das ist was, was funktioniert. Das steht hier nicht drin. Da stehen hier ein paar andere Sachen drin, die für viele Menschen wichtig sind und für die Angehörigen dieser Menschen auch. Patientenverfügung am Lebensende mitbestimmen. Mit dieser Überschrift habe ich schon ein Problem, weil es da ums Lebensende geht. Patientenverfügung sollten nicht nur für das Lebensende aufgesetzt werden. Es gibt Situationen, in denen aufgrund eines Traumas der oberen Wirbelsäule Ausfälle zu verzeichnen sind, die beim Gesunden mit starken Schmerzen verbunden sind, sodass regelmäßige Ohnmachtsanfälle auftreten, aber mit einer Gesundung zu rechnen ist. Man braucht dann dafür künstliche Ernährung
weil man sonst einfach an Unterernährung stirbt. Sowas kann passieren. Wenn man bestimmte Sportarten betreibt, passiert das öfter als dem Normalsterblichen, wie mir, der nur morgens aus dem Bett fällt. Sollte man zum Beispiel darüber nachdenken. Patientenverfügungen sind sicher nicht nur für das Lebensende bestimmt. Mit einer Patientenverfügung können Sie festlegen, wie viel Medizin am Ende Ihres Lebens eingesetzt werden soll. Liegt keine Patientenverfügung vor, müssen Ärzte und Angehörige versuchen, ihren mutmaßlichen Willen zu ermitteln. Gegebenenfalls wird ein Betreuungsgericht eingeschaltet. Dritte bestimmen dann über ihr Leben und ihren Tod. Möchten Sie selbst Einfluss nehmen, die Patientenverfügung ist der beste Weg. Gut. Das Buch legt dann wahrscheinlich einen Schwerpunkt auf das Lebensende. Vorsorgevollmacht. Ohne Vollmacht keine Befugnisse. Irrtümlicherweise glauben viele Menschen, dass automatisch Ehepartner, Eltern oder Kinder an ihrer Stelle entscheiden dürfen. Das ist nicht der Fall. Dritte, auch Angehörige benötigen eine Vollmacht, damit sie Rechnungen begleichen oder die Post öffnen dürfen. Liegt keine Vollmacht vor, ordnet das Gericht eine gesetzliche Betreuung an. Wenn Sie das nicht wollen, sollten Sie eine Vorsorgevollmacht aufsetzen. Ist vielen Leuten wichtig, kann ich verstehen. Betreuungsverfügung, den Betreuer bestimmen. Eine gesetzliche Betreuung wird notwendig, wenn ein Mensch seine Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln kann und keine Vorsorgevollmacht vorliegt oder diese nicht gilt. In diesen Fällen setzt das Betreuungsgericht einen gesetzlichen Betreuer ein. Er muss bestimmte formale Kriterien erfüllen, kann aber eine völlig fremde Person sein. Mit der Betreuungsverfügung bestimmen Sie Ihren Betreuer. Viertens, Sorgerechtsverfügung. Die Kinder in gute Hände geben. Was passiert mit einem Kind, wenn ich mich nicht um sie kümmern kann? Was passiert mit meinen Kindern, wenn ich mich nicht um sie kümmern kann? Diese Angst treibt viele Eltern um. In solchen Fällen bestimmt das Familiengericht einen Vormund. Mit einer Sorgerechtsverfügung können Sie Einfluss auf die Wahl des Vormunds nehmen. Was hier wichtig ist, man kann mit einer Sorgerechtsverfügung Einfluss nehmen. Man kann die Entscheidung des Familiengerichts nicht vorwegnehmen. Gerichte lassen es nicht zu, dass man den Ausgang von Urteilen vorab weiß. Das ist auch gut so. Das Gericht entscheidet an der Stelle im Sinne der Kinder. Wenn man sowas aufgibt, sollte man immer zuallererst das Kindeswohl in den Blick nehmen. Ansonsten sind solche Sorgerechtsverfügungen wahrscheinlich nicht gültig. Testament. Fünftens. Streit ums Erbe entgegenwirken. Ohne ein Testament oder einen Erbvertrag bekommen die gesetzlichen Erben automatisch das Vermögen des Verstorbenen zugesprochen. Die Erben müssen sich dann darüber einigen, wie der Nachlass aufgeteilt wird. Ein häufiger Streitpunkt, das können Sie vermeiden. Damit denkt man an die Hinterbliebenen. Man hat als Mensch auch über seinen Tod hinaus eine Würde und eine Identität. Und das sorgt dafür, weil es zeichnet einen Menschen aus. Und das sorgt dafür, dass solche Testamente auch über den Tod einer Person gültig sind und die noch weiter auf das jetzige Leben der Hinterbliebenen Einfluss nehmen kann, selbst wenn sie nicht mehr daran teilnehmen. Das ist ein wichtiger Punkt. Deshalb sind Leichen auch immer noch Menschen.
und die dürfen auch nicht entmenschlicht werden. Das heißt, man kann mit Tod nicht beliebig verfahren und das machen, was man gerade möchte. Man hat deren Menschsein und ihre Würde mit in den Blick zu nehmen, wenn man sie weiter versorgt. Die Versorgung ist erst abgeschlossen, wenn die Beerdigung beendet ist. Patientenverfügung. Selbstbestimmt zu leben und Entscheidungen zu treffen, ist für viele Menschen eine Selbstverständlichkeit. Deshalb wünschen sie sich auch über ihr Lebensende mitzubestimmen. Eine Patientenverfügung ist dafür genau das Richtige. Auch hier wieder der Fokus auf dem Lebensende. Ich würde mir auch Gedanken über die Behandlung im Falle von Unfällen machen. Chronisch Kranke haben gar keine andere Wahl, als sich darüber Gedanken zu machen, wie es im Fall von Notfällen vor sich gehen soll. Und ja, gucken wir mal, was da steht. 7 Schritte zur Patientenverfügung. Das ist was ich gut finde. Oft denkt man sich, ich sollte damit anfangen, man tut es aber nicht. Mit den 7 Schritten kommt man wahrscheinlich eher zum Ziel, als wenn man so ins Blaue hinein startet und keine Idee davon hat, wie das jetzt vonstatten gehen soll. Sowas schreckt an, sowas macht Ängste. Ja, so kommen Sie sicher zum Ziel. Ich schiebe es nicht länger an, sondern fange jetzt an. Ja, mache ich gerade. Ich informiere mich. Ich mache mir Gedanken darüber, wie ich behandelt werden möchte, wenn ich sehr krank bin. Ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe mir auch schon viele Gedanken darüber gemacht. Für mich gibt es bei der ärztlichen Behandlung 3 Prämissen. Erstens, Patienten sollten möglichst selbstbestimmt über ihre Behandlung entscheiden. Das heißt, wenn jemand nicht bei Bewusstsein ist oder neurologisch dazu nicht in der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen, ist dieser Zustand wiederherzustellen. Konkret, die Leute müssen aus dem Kummer geholt werden. Die Leute müssen in die Lage versetzt werden, wieder logisch klar zu schließen. Was dazu vielen Neurologen einfällt, ist ziemlich zweifelhaft. Meistens brauchen die Leute Ruhe und Zeit und nicht unbedingt die Medikamente, die Neurologen im ersten Impuls verschreiben. Schmerzen können ein wichtiges Thema sein. Wer starke Schmerzen hat, dem ist es manchmal aufgrund seiner Schmerzen und den Störungen, die dadurch auftreten, nicht möglich logisch klar zu schließen oder sich lange genug bei Bewusstsein zu halten. Wirklich starker Schmerz, gerade wenn er plötzlich auftritt, verursacht fast immer Ohnmachtsanfälle, ist nicht schön. Also erstens selbstbestimmt, zweitens schmerzfrei und drittens sollte das Lebensende so weit wie möglich herausgeschoben werden. Das heißt, alle Menschen sind sterblich, aber halt in einem möglichst hohen Alter. Ich finde die 3 Grundsätze wichtig. Ich würde die wahrscheinlich in einer Patientenverfügung auch so formulieren. Ich formuliere meine Einstellung zu medizinischen Behandlungen und zum Sterben mit Hilfe der Fragen im Buch.
sehr schön ist, im Buch stehen Fragen, die sind auch sinnvoll. Ich habe eben schon mal geguckt. Hier gibt es zum Beispiel Situationen, für die die Verfügung gelten soll. Da werden vier Situationen geschildert. Man kann die ankreuzen, zum Beispiel wenn Essen und Trinken auch mit Unterstützung nicht mehr möglich ist, dann tritt die Patientenverfügung in Kraft. Solche Szenarien, damit sollte man sich auseinandersetzen. Das ist sehr, sehr unangenehm, verursacht Widerwillen, Übelkeit. Aber meiner Meinung nach ist das wichtig. Auf Seite 19 gibt es ein Interview, sehe ich gerade, können wir auch mal schon mal vorblättern. Sind Sie bereit, in Kauf zu nehmen, früher zu sterben? Das kann passieren, wenn ich mich in die Lage als behandelnder Arzt zu handeln versetzen würde, würde für mich gelten, selbstbestimmt, schmerzfrei und dann das Lebensende herausschieben. Schmerzfrei oder mit erträglichen Schmerzen, so sollte man das vielleicht formulieren. Also selbstbestimmt mit erträglichen Schmerzen Lebensende mal ein bisschen weiter herausschieben. Mit erträglichen Schmerzen leben heißt oft, dass man früher stirbt. Schmerzen sind grausam, es ist individuell verschieden, wie starke Schmerzen man ertragen kann. Das sind so Sachen, ja, Schmerzmittel verkürzen fast immer die Lebenserwartung. Ja, es gibt so ein paar Ausnahmen. Wer regelmäßig mit größeren Pausen Alkohol trinkt, der lebt zum Beispiel länger als Personen, die das nicht tun, Alkohol. Trinkalkohol ist auch ein wirksames Schmerzmittel. Das ist fast die einzige Ausnahme, die es gibt an der Stelle. Das Interview ist sicherlich sehr interessant, da werde ich bestimmt drauf zurückkommen. 4. Ich lese mir die Textbausteine durch, entscheide, welche ich verwenden möchte und treffe in jedem Fall eine Entscheidung zu den drei Themen Wiederbelebungsmaßnahme, künstliche Ernährung und Beatmung. An der Stelle würde ich als Arzt, der da gerade einen Patienten vor mir hat, sagen, jemanden nicht zu beatmen und da stehen zu lassen, ist grausam. Erstickung ist immer mit Krampfanfällen verbunden, noch bevor der Hirntod einsetzt. So kann man die auch in der Rechtsmedizin feststellen. Man muss nicht irgendwie gucken, was mit der Lunge los war oder mit dem Sauerstoffgehalt im Blut. Man kann es über die Muskeln feststellen und den Zustand der Muskeln. Beatmung sollte stattfinden, alles andere ist nicht gut. Ersticken ist grausam, das will wirklich keiner. Über Wiederbelebungsmaßnahmen und künstliche Ernährung sollte man sich Gedanken machen. Ich überlege, welche weiteren ich aufnehmen möchte. Also die drei Themen Wiederbelebungsmaßnahme, künstliche Ernährung und Beatmung sollten auf jeden Fall drin sein. Bei Beatmung meiner Meinung nach immer, ich möchte beatmen werden, ich möchte keinen Erstickungstod sterben. Der Arzt hat dafür zu sorgen, dass die Sauerstoffsättigung in meinem Blut, wenn die Fragen zur Beatmung kommen, was zu sagen, was Sauerstoffsättigung ist, ausreichend ist. Das geht auch über künstlichen Sauerstoff. Gute Krankenhäuser stellen den permanent zur Verfügung. Der wird über Elektrolyse in der Klinik selber
aus Trinkwasser erzeugt. Der ist auch sehr, sehr sauber. Da muss man keine Angst vor haben. Ja. Künstliche Ernährung. Verhungern verursacht keine Schmerzen. Das ist vielleicht neben dem plötzlichen Herztod der angenehmste Tod. Deshalb sollte man sich überlegen, wann künstliche Ernährung beendet wird. Ich würde in meiner Patientenverfügung auf jeden Fall darüber einen Gedanken machen und Wiederbelebungsmaßnahmen, jeder so wie er will. Da möchte ich überhaupt gar keine Empfehlungen zu abgeben. Ich möchte auch nicht sagen, wie das bei mir ist. Das ist was sehr Persönliches. Man wird dabei auch entkleidet. Ich würde auch nicht großartig mit anderen Menschen drüber reden. Ich würde es in der Verfügung reinschreiben und die den entsprechenden Stellen zugänglich machen. Ganz wichtig, falls ich eine medizinische Beschreibung nicht verstehe, frage ich meine Ärztin oder meinen Arzt. Sollte man immer machen. Man sollte auf gar keinen Fall irgendwelche medizinischen Fachausdrücke benutzen, wenn man nicht weiß, was das heißt. Ja, ich habe eben von der Sauerstoffsättigung im Blut gesprochen. Das ist ein Ausdruck, der kommt aus der Chemie. Man kann nicht davon ausgehen, dass jeder weiß, was das heißt. Ich bin sicher, es gibt solche Fachausdrücke im Buch. Wenn sie mir auffallen, werde ich entweder sagen, was das heißt, oder versuchen herauszufinden, was das heißt. Ich drucke den Text mit Datum versehen aus, unterschreibe ihn persönlich und lege ihn an einem sicheren, gut auffindbaren Ort ab. Das ist sicherlich sinnvoll. Elektronische Dokumente nützen da wenig. Das Datum sollte auf jeden Fall draufstehen. Es sollte auch der Ort draufstehen. Es sollte unterschrieben werden. Und das an einen sicheren und auffindbaren Ort abzulegen, ist auch sinnvoll. Meiner Meinung nach reicht das noch nicht aus. Man muss auch noch andere Stellen davon in Kenntnis setzen. Kann ich auch noch was zu sagen? Ich erzähle Angehörigen oder Freunden davon, dass ich eine Patientenverfügung habe und wo ich sie aufbewahre. Gut, wenn man die geschrieben hat, sollte man auch dafür sorgen, dass sie gefunden wird. Man muss sich dabei nicht nur auf Angehörige und Freunde verlassen, man kann sowas auch an anderen Stellen hinterlegen. Ich halte das für sinnvoll. In der Stadt, in der ich wohne, Solingen, gibt es ein städtisches Krankenhaus, da kann man sowas zum Beispiel abgeben. Die bewahren das auch eine angemessene lange Zeit auf. Ich habe das noch nicht gemacht, mich würde es nicht wundern, wenn Sie sogar nachfragen, ob sich da irgendwann Änderungen ergeben haben. Ich kann alles jederzeit ändern, deshalb notiere ich mir im Kalender einen festen Termin, ja, an dem ich meine Patientenverfügung prüfe und eventuelle Änderungen vornehme. Sehr sinnvoll. Anhand des Datums kann man nachvollziehen, welches die jüngste Patientenverfügung ist, also die, die als letztes aufgesetzt worden ist, auf die sollte man dann zurückgreifen. Gründe für eine Patientenverfügung. Wer selbst entscheiden möchte, wie viel Medizin am Ende seines Lebens eingesetzt wird, der sollte eine Patientenverfügung aufsetzen. Sonst liegt es in der Hand Dritter, ob es zum Beispiel eine künstliche Ernährung, ob zum Beispiel eine künstliche Ernährung erfolgt oder starke Schmerzmittel eingesetzt werden. Heute sterben 3/4 aller Deutschen in stationären Einrichtungen, vor allem in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen. Wer als Patient oder Angehöriger
einen Krankenhausbetrieb oder ein Altersheim erlebt hat, besonders in Situationen, in denen es um schwere Erkrankungen oder das Sterben ging, der kann den Eindruck bekommen. Okay, an der Stelle höre ich jetzt auf. Ja, meine Kamera zeichnet nur 30 Minuten auf. Ja, und ich habe mir eine Eieruhr gestellt. Da würde ich dann in der nächsten Folge weitermachen.